Servus, da sind wir wieder, mein Personaler, euer Personaler des Vertrauens. Heute darf ich euch ein bisschen was über ein Herzensanliegen von mir sprechen, und zwar, wie macht ihr euch einzigartig im Bewerbungsgespräch oder im Bewerbungsanschreiben im Vorfeld schon. Es geht heute ums Anschreiben. Wir bekommen jeden Tag sicherlich 7, 8 Anschreiben, und wir können davon 80% schon auswendig, bevor wir eigentlich zum Schlusssatz kommen. Bitte, ihr seid einzigartig, jeder Mensch ist einzigartig, der Arbeitgeber ist einzigartig, der gibt sich auch Mühe, als einzigartiges Unternehmen am Markt draußen gesehen zu werden. Dann ist immer die gute Frage, wieso soll er sich dann irgendwas von der Stange in das Unternehmen hineinholen, wenn er gerne auch jemand Einzigartiges hätte. Kein Copy-Paste, bitte, 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 kein Copy-Paste. Jedes Unternehmen unterscheidet sich. Ganz wichtig. Wir beginnen mal schon. Macht euch die Mühe zu Anfang. Bereitet euch vor. Setzt auf Qualität, nicht auf die Quantität, dass ihr immer reinschreibt, ja, ich bin so super kreativ und ich bin das und ich kann das und ich habe Ihre Anzeige dort gesehen und dann raus, sondern setzt euch mit dem Unternehmen auseinander. Was bietet das Unternehmen? Was ist für euch wichtig, was das Unternehmen bietet? Und schreibt das Ganze rein in das Anschreiben. Schreibt rein, wo eure Kreuzungspunkte sind sozusagen, wieso ihr das Geforderte, was in der Stellenanzeige drinnen steht, wieso ihr das könnt, wo ihr das gelernt habt und wieso genau ihr die Richtigen für den Job seid. Ganz wichtig, am Ende vom Anschreiben muss klar sein, dass ihr es seid, und ihr müsst das so rüberbringen, dass es nach euch einfach keiner mehr den Job so machen kann, wie ihr das könnt. Das ist ganz wichtig. Im Anschreiben nicht reizen mit den Geizen oder nicht geizen mit den Reizen, so geht's. Schreibt rein, was ihr könnt. Schreibt rein, was ihr bisher alles gemacht habt. Ich sage immer, das Anschreiben oder prinzipiell auch dieser komplette Bewerbungsprozess aus eurer Seite raus ist ein Verkaufen. Ihr verkauft euch, eure Persönlichkeit, eure Skills, Soft Skills, alles, was ihr in vorigen Berufen, im vorigen Leben erlernt habt, das verkauft ihr, und das hilft euch eben, diese Stelle zu bekommen, und das hilft euch dann auch schlussendlich einen besseren Lohn zu bekommen. Und darum ganz wichtig, ins erste Anschreiben gehört einfach das rein, auch ins Motivationsschreiben, also ist es für mich gerade beides dasselbige. Nicht immer, aber jetzt in unserem Fall. Schreibt da alles wirklich rein, was ihr könnt, wer ihr seid, wo ihr was gelernt habt und genau wieso ihr die Richtigen seid. Macht euch da wirklich einzigartig, dass euer Arbeitgeber, der zukünftige, der Personaler gar nicht mehr draufkommt, jemand anderes für die Stelle anzuschauen, sondern dass ihm ganz klar ist, er muss euch anrufen. Ganz wichtig, schließt auch in diesen Schreiben komplett diese Softwörter aus mit ich hätte gerne, ich würde gerne, es würde mich freuen. Das kommt alles raus. Am Schluss muss dort stehen, ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Und dann ist einfach ich kann, ich habe, ich hatte, einfach wirklich die harten Facts rein, dass das ganz klar ist, dass ihr das könnt und nicht ich hätte das gerne gemacht oder ich würde mich dann freuen, sondern nee, gibt's nicht. Ich hätte, gibt's nicht, und die ganzen anderen softigen Wörter auch nicht. Rauslöschen, und dann, wenn ihr das ein bisschen beherzigt und da drauf schaut, dann wird es garantiert auch was mit der Einladung zum Job. Und wie gesagt, setzt auf die Qualität von dem Ganzen und nicht auf die Masse, also nicht 100.000 Anschreiben rauslassen mit es würde mich freuen und immer das gleiche anschreiben, sondern konzentriert euch wirklich auf diese Jobs, wo ihr gern möchtet, und befasst euch dort mit dem zukünftigen Arbeitgeber, und ich kann euch garantieren, es wird dann auch viel schneller etwas mit dem Job, weil einfach auch der zukünftige Arbeitgeber, der Personaler, einfach auch sieht, dass ihr euch mit dem Unternehmen beschäftigt habt und dass ihr auch wollt. Das ist ja einfach auch das Wichtige daran. So long, wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es mir, ruft es mich an.
komplette Kontaktdaten unten oder auf unserer Homepage irgendwo. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, wir gestalten mit euch die Arbeitswelt, vergesst das nicht. Und wir freuen uns wieder, euch mal irgendwann zu lesen, zu hören und zu sehen. Alles Gute, euer Personaler.